Du bist eine Rakete auf dem Trail und willst jetzt wissen, wie du Drops wegdrückst und so noch mehr Geschwindigkeit mitnimmst? Dann würde ich sagen, ist das Video genau das Richtige für dich. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel von der Bikeschule Rock My Trail. Und heute soll es ums Droppen gehen. Und zwar für all diejenigen, die schon schnell auf dem Trail unterwegs sind, wollen wir euch heute erklären, wie könnt ihr einen Drop wegdrücken, wie könnt ihr möglichst schnell wieder in den Boden kommen. Die Technik des Wegdrückens, des Fahrrad schnell wieder in den Boden bringens, ist vor allem bei Racern beliebt, weil man so schnell wieder Bodenkontakt hat. Man kann Richtungswechsel schneller einleiten, man kann treten, man kann bremsen. Es hat auf jeden Fall Vorteile, wenn die Räder schnell wieder am Boden sind. Wenn du vielleicht gerade erst am Anfang bist und das Droppen lernen willst, dann würde ich sagen, verlinken wir dir hier oben nochmal an der gleichen Stelle, wie wir jetzt hier sind, ein Video dazu, was denn der Unterschied zwischen Geschwindigkeit und Impuls beim Droppen ist und worauf du achten musst. Dann wechsel gerne in dieses Video. Wenn du das Droppen schon drauf hast und jetzt wissen willst, wie du Drops wegdrückst, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein in die richtige Fahrtechnik. Eine ganz kurze Sache noch, bevor wir loslegen. Die meisten Leute bei diesem Drop springen jetzt irgendwo in den Bereich hier dahinter, das ist die Landung. Wenn wir jetzt wegdrücken wollen, geht es darum, dass wir schnell wieder am Boden kommen, dass wir die Energie des Drops bestmöglich aufnehmen. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich die ganze Ecke früher landen. Wir lassen die beiden Hütchen hier mal stehen, damit ihr von der Seite jetzt sehen könnt, wo denn genau meine Räder eigentlich den Boden schon wieder berühren. Ich würde sagen, ich schnapp mir das Rad, auf geht's. Wir starten wie immer in der Trail-Position, kommen angerollt und sind zentral im Bike. Nun fahren wir auf den Absprung drauf zu. Es geht darum, dass wir das Körpergewicht jetzt absenken und die Energie des Drops, des Absprungs aufnehmen. Das heißt, während ich mit dem Bike über den Absprung fahre, nehme ich die Energie des Absprungs auf. Bedeutet im Klartext, meine Arme und Beine beugen sich, ich nehme die Energie an meinen Körper heran. Die nächste Position meines Lenkers zur Brust habe ich in dem Moment, wo das Vorderrad über die Kante fährt. Hier baue ich auch eine kleine Kurve ein. In dem Moment, wo das Vorderrad über die Kante hinübergefahren ist, strecke ich nun impulsartig meine Arme und schiebe das Bike nach vorne. Dadurch, dass ich das Bike nach vorne schiebe, wandert mein Po Richtung Hinterradachse. Es folgt eine kurze Flugphase. Nun setzt in dem Fall hier das Vorderrad zuerst wieder auf und im nächsten Schritt die Beine. In dem Moment, wo das Vorderrad den Boden berührt, komme ich mit meinem Körper wieder zentral. Die Beine fahren währenddessen schon wieder aus. Bei der Landung habe ich Arme und Beine wieder als voll ausgefahrenen Federweg zur Verfügung. Sobald ich lande, stehe ich wieder zentral im Bike und kann so meine Fahrt fortsetzen. Bei der Landung sehen wir nun, dass das Vorderrad relativ früh wieder in den Boden kommt, das Hinterrad sogar noch im Laub landet. Mein Ziel, mit dem Bike früher wieder den Boden zu berühren, habe ich somit erreicht. Diese Technik bietet sich vor allem an, wenn ihr relativ schnell unterwegs seid und nicht die Möglichkeit habt, extrem weit zu springen oder extrem weit zu droppen. Wir haben euch das jetzt hier exemplarisch in einem Drop gezeigt. Das Ganze ist natürlich aber auch bei Sprüngen möglich. Das zeigen wir euch aber gerne mal in einem anderen Video. Wichtig ist für euch, im Unterschied zum normalen Drop zu verstehen, dass es jetzt so läuft, dass wir groß ankommen und während des Absprungs immer kleiner werden und die Arme erst strecken, nachdem das Vorderrad schon über die Kante hinübergefahren ist. Beim normalen Droppen würden wir uns klein machen, in die Aktivposition gehen und in dem Moment, kurz bevor das Vorderrad über die Kante fährt, uns strecken, damit das Vorderrad nicht sofort absackt. Durch die hohe Geschwindigkeit, die wir jetzt hier bei dieser Fahrt mitbringen, würde das Fahrrad automatisch schon weit springen. Wir bräuchten gar nicht so viel Impuls. Jetzt ist es grundsätzlich anders. Wir strecken unsere Arme wirklich erst in dem Moment, wenn das Vorderrad schon über die Kante hinüber ist, schieben wir das Fahrrad so aktiv nach vorne und nach unten und erzeugen so möglichst schnell wieder Bodentraktion. Okay, das war's von mir für heute. Wir haben euch gezeigt, wie ihr Drops wegdrücken könnt, wie ihr schneller über Drops kommt. Und wenn ihr Racer seid oder richtig flott auf dem Trail unterwegs seid, ist das auf jeden Fall eine Technik, die ihr beherrschen solltet. Wenn ihr weiterschauen wollt, haben wir hier gleich noch zwei Videoempfehlungen für euch. Und was mir noch ein ganz persönliches Anliegen ist, wenn du diesen Kanal vorantreiben willst, dann klick doch gerne hier oben mal auf Abonnieren und folge unserer Reise, lern mehr über Fahrtechnik und werd ein besserer Biker, eine bessere Bikerin. Ich würde sagen, das war's von mir für heute. Wir freuen uns, wenn wir dich auch mal im Kurs begrüßen dürfen und sagen, bis bald im Wald und beim nächsten Video. Ciao!